Herzlich willkommen zum nächsten Work-In von Schulsportwelten. Heute wieder mit Detlef und mit mir, mit Leonie. Wir haben uns heute überlegt, wir wollen ein bisschen was mit Auge-Hand-Koordination machen. Wir haben hier schon ein paar Tennisbälle bereitgelegt. Ich würde die schon mal wieder desinfizieren. Genau, also wirklich, der Tennisball ist heute der Mittelpunkt in diesem Work-In. Auge-Hand-Koordination, das hört sich erstmal so einfach an, aber wir haben die Übungen zusammengestellt und haben uns, daran auch mal versucht. Einiges ist uns relativ gut gelungen. Einige Sachen haben wir gesagt, okay, da ist Luft nach oben, definitiv. Wir haben Übungen, die wir alleine machen, wir haben Übungen mit einem Partner. Und das sind alles auf jeden Fall Übungen, die man gut zu Hause mitmachen kann mit zwei Tennisballen. Oder definitiv. Die man zumindest mal ausprobieren kann. Ja. Und vielleicht entwickelt man dann ja einen gewissen Ehrgeiz. Das werdet ihr bei uns wahrscheinlich auch sehen. Ja, mal gucken. Genau, ich freue mich drauf. Ja, wir fangen erstmal an mit den Übungen, die wir alleine machen. Jeder für uns. Genau, wir nehmen uns jeder zwei Tennisbälle. Ah, ich nehme hier bunt gemischt, nehme ich das ganz einfach mal. Jawohl. Und für die erste Übung gehen wir direkt an die Wand. Gehen wir an die Wand, ne? Genau. Genau. Und zwar, ach, wir brauchen sogar noch einen Ball. Also einen Ball. Und zwar den ersten Ball werfen wir 10-mal von unten an die Wand und fangen wieder auf. Von unten an die Wand werfen 10-mal. Zack, mit der rechten Hand. Den Abstand könnt ihr selber wählen. Habt ihr 10-mal gemacht? Über Kopf werfen, auch 10-mal. Ich habe jetzt hier mit der rechten Hand angefangen, das ist also meine gute Hand, was Werfen und Fangen angeht. Ja, ich auch. Und wenn wir davon auch 10 haben mit der rechten Hand, geht's dann in die linke. Die linke, ne? Erstmal wieder von unten, auch 10-mal. Und dann wieder von oben 10-mal. Hoppa, schon was gehört. Okay, gut. Jetzt kommt der erste Schwierigkeitsgrad. Wir nehmen wir eine gute Hand und wir halten uns aber das Auge zu. Der macht Kneifen zu, zuhalten. Wir halten es einfach mal zu und wir fangen an. 10-mal von unten. Jawohl, habe ich schon 100%. Jetzt oben. Dann wieder die andere Hand. Jetzt kommt die schlechte Hand. Oh, und eventuell auch das andere Auge mal zumachen. Ich muss jetzt sagen, ich sehe gar nichts hier. Ich glaube, es erleichtert, wenn man so einen Rhythmus gemacht hat und irgendwie dann auch wieder mit der gleichen Stärke wirft, dann kommt er immer da zurück, wo er einmal gefangen hat, aber das ist... Okay. Vorsicht, genau. So, zweite Übung. Und zwar werden wir jetzt den Tennisball nehmen und ganz einfach prellen. Genau, wir gehen erstmal wieder weg von der Wand. Also heißt nicht fangen und auf die Erde, sondern wirklich nur ganz kurzer Kontakt. Prellen. Auch mal die Hand wechseln. Oder direkter Wechsel rechts, links. Also ich glaube auch, dass das jetzt ein Basketballer würde uns auslachen wahrscheinlich, wenn wir das mit dem Tennisball machen. Der würde wahrscheinlich von vorne nach hinten zwischen den Beinen spielen. Aber also, am Gesäß hängen geblieben. So, wir können mal versuchen, das Gleiche mit zwei Bällen nochmal zu machen. Genau. Gucken wir mal, ob das was wird. Ja. Meine Bälle machen, was sie wollen. Hatte ich auch schon bessere Ideen. Oh, wechseln.
Also ich habe da noch keinen Fluss drin, du? Fluss würde ich das nicht nennen. Nee. Es hilft natürlich, wenn beide Bälle ungefähr gleich gut prellen. Ja. Aber ich merke auch, dass ich mit meiner linken Hand weniger doll draufhaue, als mit meiner rechten, dann wird es schon schwierig. Okay. Okay, jetzt haben wir schon jeder zwei Bälle in der Hand. Dann machen wir damit auch gleich mal weiter. Und zwar werfen wir jetzt erstmal ganz einfach abwechselnd hoch. Ich glaube, sowas haben wir auch schon mal gehabt. Ne? Das ist schon fast ein bisschen zu langweilig. Deswegen werfen wir die Bälle jetzt gleichzeitig hoch und überkreuzen dann die Hände und versuchen sie wieder aufzufangen. Die fliegen auch unterschiedlich, kann das sein? Gelb und rot? Das Gefühl habe ich auch, aber... So, wem das zu einfach ist, der kann sonst auch noch die Beine mitnehmen und immer, wenn man die Arme überkreuzt hat, auch die Beine noch überkreuzen. Das haben wir nicht abgesprochen, ne? Nee, ist mir gerade eingefallen. Ach, schön. Mal rechts und links. Ha, ich hab's drin. Mhm. Ich möchte nicht wissen, wie das aussieht. Okay, cool. Dann können wir jetzt einen Ball wieder weglegen. Brauchen wir jeder nur noch einen. Ja, ich nehme gelb. Und jetzt halten wir unsere Hände mit den Handflächen nach unten, werfen einen Ball über den anderen und versuchen ihn mit der Hand wieder aufzufangen. Okay. Ihr seht, das klappt bei uns auch noch nicht so hundertprozentig. Ich glaube, ich schummel auch ein bisschen, dass ich dem entgegengebe. Normalerweise müsste man den erst fangen, wenn er an der Hand vorbei ist, glaube ich. So. Nochmal. Es ist natürlich auch schwieriger, ihn von oben zu greifen und zu fangen, als wenn man mit der Hand runtergehen würde. Aber es soll ja auch ein bisschen anspruchsvoll sein. Okay, gut. Ja, einen Ball hoch, wir müssen aufpassen, wenn wir nicht drauf treten. Ja. Einen Ball hochwerfen, mal eine 360-Grad-Drehung machen, gucken, ob das klappt. Mal sehen, wie weit. Ja, gut. Ja, oh, mal rechts. Oh, ein bisschen zu hoch geworfen. Jawohl. Mit einer Hand fangen. Vielleicht auch mal mit der anderen Hand fangen. Ich habe bisher jetzt immer mit rechts. Ja, ich habe mit rechts geworfen. Oh, okay. Oh. Ich glaube, man muss einfach die Ruhe bewahren. Ne? Rum kommt man. Und vernünftig werfen. Ich muss nur mit der rechten Hand. Ja. Je nachdem, wie man auch dreht. Ne? Das ist auch nicht. Mal links nochmal. Rum. Jetzt habe ich mal eine Serie gehabt. Wechseln wir mal zur guten Hand. Oh. Du drehst super! Jawohl, sehr cool. Okay. Das war's mit unseren Übungen, die wir jeder selber macht. Ich würde sagen, wir trinken einen kurzen Schluck. Genau. Und dann machen wir weiter mit dem Partner. Das könnt ihr auch als Warm-up nehmen, sowas. Das überall machen. Ich sage, da könnt ihr jetzt im Sommerurlaub, wenn ihr irgendwo am Strand seid mit dem Tennisball, könnt ihr das easy peasy auf eurer kleinen Decke machen. Ne? Also gar kein Problem. Gut. Fangen wir an mit den Partnerübungen. Ja, genau. Okay. So, wir nehmen zwei Bälle. Ich werde jetzt relativ hoch halten, genau, und lasse den entweder rechts oder links runterfallen. Und ich versuche, die aufzufangen, bevor sie den Boden berühren. Genau. Also ich versuche es. Genau. Jetzt kann sie fangen, wie sie möchte. Wir gucken, wir machen es dann noch ein bisschen schwieriger. Jawohl.
Jawohl. Wenn das zu einfach wird, könnt ihr sie ein bisschen höher kommen oder ich gehe ein bisschen tiefer als die. Ja, wir gucken mal, ne? Oh, hoppala. Ja, das sollte schon eigentlich schwieriger. Nicht, das sollte es eigentlich nicht sein. Komm nochmal. Genau, genau. Jawohl. Hoppala. Okay, wir wechseln mal. Ich sprung. Mhm. Also ich gucke gar nicht auf den Ball, ich gucke irgendwo, ich weiß gar nicht, wo ich hingucke. Ich gucke. Ja, so in die Mitte, dass man ja, genau, beide Bälle bisschen, genau, im Blickfeld hat. So ein bisschen peripher. Oh, ja, ja, genau. Ich komme jetzt schon ein bisschen näher, damit es ja, ein bisschen schwieriger wird. Gut. Ja. Okay, gut, wir wechseln nochmal. Jetzt gehe ich hier ein bisschen höher, aber Leonie muss im Wechsel rechts und links immer fangen, egal aus welcher Hand ich den Ball fallen lasse. Also du musst anfangen mit der rechten Hand zu fangen. Gesetzt der Fall, er fällt hier runter, du musst diese Hand nehmen. Ist völlig Wurst, ne? Okay, wir gucken mal. Jawohl. Jawohl. Noch war es alles freundlich hier. Ja, jetzt links, ne? Ja, die linke Hand musst du machen. Ach. Ist wieder links dran. Ja, berührt habe ich ihn, aber ja. Hat nicht zum Fangen gereicht. Super, ja. Cool. Ja, war verkehrte Hand, genau. Rechts, links. Du musst jetzt was mit der links, Hand. Muss links ich? Fangen, okay. Super. Jawohl. Jawohl, jetzt bist du drin. Jawohl, super. Also wechseln mal. Wir ich glaube, da muss man auch so das Gefühl für entwickeln, welche Entfernung man hat. Nicht zu weit, weil dann kommt man überhaupt nicht ran. Ne? Nicht zu nah, damit die Arme auch noch so greifen können. Ich fange mit der rechten Hand zuerst, also mit der hier. Hm, okay. Oh, schön. Sehr gut. Oh nee! Ja, ja. Gut gefangen, aber es war die falsche Hand. Ja, ja. So, jetzt wieder rechts. Oh, der vermeintlich einfache Ball. Jetzt muss ich links fangen. Rechts fangen, ja. Links. Oh! Jetzt wieder rechts fangen. Links. Oh, jetzt. Wusste, dass ich die Hand nehmen muss. Ich war drauf. Willst du noch einmal? Ja, bitte, bitte, bitte. Ich fange mit rechts wieder an. Links. Vielleicht hilft es auch, was zu sagen dazu. Verkehrt, falsch. Oh, Scheiße. Jetzt war links wieder, jetzt kommt rechts. Ich muss mit dem Guten aufhören. Einmal noch, bitte. Einmal noch, bitte. Jawohl. Ja. Ja. Ja, so können wir aufhören. Gut. Super, schön, also kleine Erfolge, freut mich, jawohl. Gut. Jetzt nehmen wir immer noch zwei Bälle, allerdings nehme ich jetzt einen roten und einen gelben und lasse die Bälle gleich vor Detlef fallen und diesmal dürfen sie einmal auf den Boden kommen und ich sage zu dem Zeitpunkt, wo ich die Bälle fallen lasse, sage ich eine Farbe, also rot oder gelb und den Ball von der Farbe, die ich nenne, den soll Detlef dann aufheben, bevor er zweimal auf den Boden fällt. Genau, egal, rechte Hand, linke Hand, völlig genau, Wurst. Genau, erstmal, ne? Okay, ganz egal. Jetzt muss ich mich konzentrieren. Gelb. Oh, schön, passt der? Ja. Rot. Gelb. Ich kann natürlich auch ein bisschen variieren, je später ich es sage, wenn ich merke, ja, das genau, klappt genau. Zu gut, dann bin ich ein bisschen gemeiner. Rot. Rot. Ja, ist ja so, was kommt denn? Gelb. Einen noch. Rot. Jawohl. Okay, cool. Wechseln wir nochmal. Jawohl. Fangen wir einfach an. Rot. Ja. Rot. Sehr gut. Gelb.
Rot. Mach ich mal ein bisschen später. Rot. Ja, klasse. Gelb. Ja, das könnte man natürlich mit mehreren Farben spielen. Wir variieren das nochmal spontan, mal gucken. Du bist ja wirklich gut. Jetzt darf sie den roten nur mit der rechten Hand fangen. Rot nur mit rechts. Den gelben nur mit links. Okay, na, eben habe ich alles mit rechts gemacht. Ja, ja, genau. Du hast nur die, genau. Also links ist gelb, rot ist rechts. Aha. Jetzt bin ich gespannt. Fangen wir einfach an. Gelb. Gelb. Ja. Rot. Jawohl. Rot. Ah. Jawohl. Rot. Ja, safe. Gelb. Jawohl. Ah, die Rechtshand ist eine gute Hand. Die greift zu. Gelb. Ah, falsche Hand. Nee, war richtig. War die richtige Hand. Jawohl, cool. Also ich sag mal, wenn ihr das mit mehreren Bällen macht, mit mehreren Farben, da könnt ihr so eine Hand nehmen, was ich, die 4-5 Farben, und dann müsst ihr genau den Ball rausfischen, der dann da angesagt wird. Mit einer rechten oder mit der linken Hand. Das, ja, nach oben hin sind keine Schwierigkeiten gesetzt. Gut. Für die nächste Übung nehmen wir uns einen Petsi-Ball dazu. Nur jeweils zwei gleiche Bälle am besten, ne? Das war vorhin. Ja. Willst du? Ich kann, ja, ich müsste gar nicht, ich kann anfangen. Detlef fängt mal an, geht auf den Petsi-Ball in den Kniestand. Das kennt ihr, glaube ich, haben wir auch schon mal zusammen gemacht, ne? In unserer Balance-Stunde. Genau. Und da hatten wir große Bälle hin und her geworfen, ne? Ja, genau. Ja, genau, gepasst. Jetzt bleiben wir bei unseren Tennisbällen. Jawohl. Und ich werfe immer, noch nicht. Ja, irgendwo in Detlefs Bereich und er soll die erstmal, egal mit welcher Hand, fangen und ja, hauptsächlich eben auf dem Petsi-Ball stabil bleiben. Fang mal ganz locker an. Auch da kann ich natürlich variieren, wie gemein ich bin, wie weit ich den Ball von Detlef wegwerfe. Jawohl. Sehr gut. Jetzt mache ich noch mal ein paar schnelle. Ja. Ah, jawohl. Mach mal zwei gleichzeitig. Vielleicht klappt das auch. Mal gucken. Okay, dann noch mal drei Stück. Mehr Lust. Gucken. Okay, so du bist dran. Mhm. Fangen wir einfach an. Du sagst, wenn du bereit bist. Ja. Okay, und hopp. Zack. Jawohl. Oh, Entschuldigung. Okay, bist du soweit? Ich bin schon damit beschäftigt. Ja, doch, ich glaube. Bist du soweit? Okay, zack. Jawohl. Jawohl. Sehr gut. Zwei. Oh, Scheibenkleister. Hast du? Jetzt bist du dran, jawohl. Guck mal. Ich muss noch neu drauf. Einmal will ich. Ja, ja, klar, auf jeden Fall noch fünf gute. Fünf gute. Vorher hören wir nicht auf. Eins. Zwei. Sieht nicht so schlimm. Drei. Komm, das sieht gut aus. Komm. Vier. Und jetzt bin ich gespannt. Fünf. Ja, sauber, Weltklasse. Ast rein. Gut. Okay. Ja, ich sag mal, wenn man keine Tennisbälle hat, das kann man natürlich auch mit anderen, das hier auf jeden Fall zuwerfen lassen. Ne? Das kann kleine, Wackelbrett. Wackelbrett, genau. Oder kleine PET-Flaschen, 0,5 Liter PET-Flaschen, wo Wasser drin ist. Die drehen sie vielleicht noch ein bisschen. Oder nehmt zwei unterschiedliche Bälle. Also da könnt ihr auch
Ja, alles nutzen, was fangbar ist und was keinen Schaden anrichtet. Okay, so, jetzt Leonie holt schon die Leiter hervor. Genau, so. Die habt ihr auch schon mal kennengelernt, die Agility-Leiter. Das haben ja im Work-In unsere beiden Bundesliga-Schiedsrichter Robert Schröder und Bibiana Steinhaus gemacht. Ich glaube mal, so eine Leiter hat ja nicht jeder zu Hause, definitiv nicht. Aber ich erinnere mich noch an meine Schwester, die haben früher mit Kreide sich Kästchen gemacht und Hickelkästchen gemacht. Ne? Und letztendlich malt man sich so eine Leiter auf, irgendwo auf dem Gehweg und dann kann man loslegen. So, Leonie wird jetzt hier durch diese Leiter laufen, rein, raus, rein, raus, rein, raus, Gesicht zu mir und ich werde ihr die Bälle zuwerfen. Und sie muss sie halt kontrolliert zu mir zurückwerfen. So, wollen wir mal gucken, wie es funktioniert. Ja, ich so, und. Oh ja, schön. Jawohl, Weltklasse. Ja, gut. Ja, und wechseln. Mal gucken. Okay, jawohl. Und. Ich tritt auf alles. Ne? Ich höre das doch schon wieder. Oh nein. Gut. Okay, nochmal. Nochmal, ne? Ja, auf jeden Fall. Achso, die Bälle brauche ich, ne? Also das habe ich auch mal gesehen, das haben die einer affenartigen Geschwindigkeit gemacht. Ne? Also wirklich, und die hat jedes Kästchen getroffen. Das ist wirklich ziemlich schwierig. Wir können ja auch mal einmal hin und zurück machen. Ja, dann genau, haben wir gleich beide Richtungen. Andere Schulter vorne. Okay, bis soweit. Und hopp. Jawohl, das sieht schon viel, viel schneller aus als bei mir. Hopp, hopp, jawohl. Hast du? Ja, warte, ich bin da. Stehen bleiben. Okay, und geht zurück. Jawohl, sehr gut, sehr gut. Scheibe klasse. Jawohl. Okay. Also wenn dann die Kreide verwischt ist, weiß man ganz genau, okay, man war nicht im Kästchen drin, sondern hat die Kreide mit dem Fuß irgendwie weggenommen. So, zack, zack, zack. Okay. Okay, und andere Richtung. Jawohl. Sehr gut. Das kann man natürlich auch mit verschiedenen Variationen machen hier an der Leiter. Das war jetzt noch relativ simpel. Ja. Genau, auch da kann man eben kreativ werden. Man das irgendwie mit einem Kreuzschritt macht oder ja, so. Ja, ja. Aber für uns soll das erstmal reichen. Bruder, für uns reicht es erstmal. Also auch da wieder die Übung, die er kennengelernt hat bei dem Schiedsrichter-Bundesliga-Paar, die kombiniert ihr bitte mit dem Tennisball. Ja, da bin ich mal gespannt, was bei rauskommt. Ne? Also wir werden es auch noch mal irgendwann versuchen. Heute soll die einfache Variante erst einmal reichen. Genau. Gut. Ich baue die Koordinationsleiter schon mal ab, die brauchen wir jetzt nicht mehr. Genau. So, jetzt kommt hier so ein einfacher Hula-Hoop-Reifen. Auch da reicht es, mit Kreide einen Kreis zu ziehen. Wir bleiben im Grunde permanent in Bewegung. Ich kriege die Bälle zugeworfen. So, geht ein Fuß da raus. Da der Fuß raus. Okay, und hab. Entschuldigung. Wo war der hingeworfen? Ich weiß. Okay, mit dem wir die fangen, muss ich raus. So, zack. So, jetzt mache ich das Ganze immer noch schön abwechselnd. Und jetzt mache ich vielleicht auch mal zweimal hintereinander. Gucken. Ich bin schon. Ja, gut.
Das war gemein. Da war ich zu alt, eine Richtung zu nehmen. Ja, okay. Noch drei. Sehr gut. Jawohl. Ich probiere das auch mal aus. Ja. Sehr gut. Oh, Wahnsinnsgeschwindigkeit, sehr gut. Cool. Sehr gut. Komm, komm, komm weiter. Krass, Wahnsinn, sauber Leonie, komm, komm, da geht noch was, da geht noch was, Haferkern. Hey, klasse, ja, wenn man dann anfängt zu sprechen auch noch, ne, dann irgendwie, aber super, richtig gut. Dann vor allem ist es auch anstrengend und sich dann noch weiter zu konzentrieren. Ja, ja, einen Durchgang machen wir noch. Da waren echt schnelle Füße eben bei dir, meine Herren. Sehr cool, sehr cool. Okay. Gut. Schön rumgezappelt. Und noch drei. Keine Fehler mehr, bitte. Jawohl, komm du nochmal. Ja, bist du soweit? Ja. Hopp. Ah, ganz andere Geschwindigkeit, jawohl, sehr gut. Also, das ist eine Frequenz, Wahnsinn. Das ist schon, das ist richtiger Sport jetzt. Das ist richtig Sport, super. Ast rein. Schön, Leonie. Komm, weiter, weiter, weiter. Komm, bleib dran. Bleib dran. Jawohl, Weltklasse, ja. Sehr, sehr gut. Schön. Cool. Okay, jetzt machen wir erstmal kurz eine Übung, wo ich mich ausruhen kann. Okay. Ach so, und zwar steht Detlef mit dem Rücken zu mir und ich werfe den Ball von hinten über seinen Kopf. Der Ball darf einmal aufkommen und dann soll Detlef ihn fangen. Also fang erstmal locker an. Ja, okay. Oh. Sehr gut. Noch zwei. Ja, fünf Stück. Ja. Einen noch. Sehr gut. Jawohl, sauber. Okay. Bist du bereit? Ja. Oh, das war schwer geworden. Das sollte ja nicht gesteigen. Mikro. Ich bin mein Mikro schon. Ja, ich warte. So. Okay. Na, auf geht's. Ich trapple aus Versehen hier hinten mit. Ich weiß gar nicht, das muss ich gar nicht. Ich bin völlig, völlig aufgeregt hier hinter dir. Eieiei. Einen machen wir noch. Einen noch, okay, gut. Okay. Bist du bereit für die Challenge? Ja. Okay, dann komm, hopp. Gas, 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 Gas. Ah. Ah, du warst mit dem Mikrofon beschäftigt. Komm, das machen wir nochmal. Besser werfen kriegen wir hin. Das können wir nicht so stehen lassen. Ich weiß, was du da hinkriegst. So, jetzt lass Mikro, Mikro sein. Konzentrier dich. Nein. Oh nein, hast du das schon gehabt? Einmal noch. Los, komm, das machen wir. Ja, sauber.
Der war schon dran. Schlecht geworfen aber auch. Ja, auf jeden Fall super. Richtig cool. Also, ja, mal Hut ab. Ich wollte es eigentlich gerade werfen, aber irgendwie sind sie wieder nach rechts und links rausgegangen. Ich glaube, von der Entfernung her hat der zweite war beste. Der war wohl genau, den hatte ich noch berührt, aber zum Fangen hat es nicht gereicht. Gut. Jetzt wird es wieder anstrengend, ne? Ja. Dann fange ich an damit. Du hast ja gerade eben gearbeitet. Und zwar, hier sind zwei Bälle, die hält Leonie hoch. Je nachdem, welchen Ball sie runterfallen lässt, bringe ich zurück. 1, 2, 3 und dann bin ich wieder hier. Ne? Und dass ich dann schnell mache. Okay, und noch 2. Entschuldigung. Ja. Gut. Ja, okay. Soweit? Ja. Noch 3. 2. Du hast den Ball gar nicht mitgenommen. Ja. Okay, genau, noch wechseln. Cool. Ja. Reicht. Ja, du noch einmal? Ja. Auch da ist es wirklich nochmal ausschlaggebend, dass man viele kleine Schritte macht, dass man schnell ist, dass man auf dem Vorfuß bleibt, um schnell reagieren zu können. Okay, bist du bereit? Ja. Los. Jawohl. Noch 3. Noch 2. Jawohl, sehr gut. Cool. Okay. So. Kleine Verschnaufpause, ganz kurz. Kleinen Schluck trinken vielleicht. Finde ich gut, ja. Man denkt, das ist nur Koordination. Nee, das ist auch. Aber es kann schon echt anstrengend sein. Ich sag mal, hier mal ganz viele Serien davon macht auch. Ne? Wir haben jetzt maximal 2 gemacht. Durch die Geschwindigkeit, wie man die Bälle fallen lässt, ne? Das kann man ja auch unterschiedlich machen, damit sich der Partner nie darauf einstellen kann, dass immer im gleichen Rhythmus dabei fällt. Ne? Also wie ich hier vorne, der laut und laut und denke, es müsste kommen. Und da kam ich ein bisschen los. Also das ist wirklich ganz viel Kopf auch, man muss sich konzentrieren. Und ich glaube, wenn man das so eine halbe Stunde gemacht hat, 3/4 Stunde, dann ist die Konzentration auch am Limit, sage ich, glaube ich, einfach mal. Ne? Ja. Je komplexer auch die Übungen werden. Gut. Wir nutzen jetzt unsere Wand. Wir nehmen mal den Ball ein bisschen beiseite. Nicht das. So. Und zwar, ich stehe jetzt vor ihr, mit 2 Bällen in der Hand. Schnelle Schritte. Dann geht Leonie bei Hepp einmal auf den Bauch, kommt hoch. In der Zwischenzeit habe ich den Ball fallen lassen, den muss sie zurückspielen. Und der andere Ball wird an die Wand geworfen. Den musst du dann auch direkt fangen. Okay. Ohne Aufkommen. Ohne Aufkommen. Okay. Den zweiten ohne ich Aufkommen. Versuch's. Wir versuchen mal, ne? Und schnelle Füße. Achso, ich dachte, ich muss mich erst. Achso, ja, schon, ja. Okay. Ja. Das habe ich dann. Hab ich, ja, okay. Ich war schon wieder gedanklich jetzt woanders. Bist du soweit? Ja. Hepp! Jawohl. Jawohl. Ah, gut. Okay. Hepp! Oh. Ich konzentriere mich hier immer noch auf das. Ich gucke dir zu, wie du das machst und vergesse den Ball zu werfen. Okay. Hepp! Oh nein! Na, einmal, schaffen wir. Noch 2 Stück. Hepp!
Oh, ja, jetzt habe ich mir geguckt, bis du hochgekommen bist. Ja, okay, aber einen noch. Jetzt noch einen. Der Partner muss ja auch richtig funktionieren hier. Er träumt. Ich freue mich, dass Leonie den Ball gefangen hat und vergesse, den Ball an die Wand zu werfen. So, okay, jetzt rein. Hepp! Hast du? Ja, sauber! Okay, dann bin ich jetzt mal dran. Oh, der war auch sehr schnell. Ich hatte mal geguckt. Du guckst auch, was macht er? Ne? Ja, der war mit links. Ja, ach so, ja, lass doch mit links fallen, mit rechts. Sag ich dir ja nicht vorher. Ach so, oh, okay. Na gut. Hepp. Ja. Hepp. Hepp. Einen noch. Ja. Hepp. Sehr gut. Okay. Okay. So. Ihr habt jetzt schon gesehen, dass wir hier an die Wand Zahlen gemalt haben. Genau. Und jetzt wollen wir euch erklären, was es damit auf sich hat. Und zwar drehe ich mich jetzt zur Wand hin und sehe die Zahlen. Und Detlef wird mir gleich Zahlen ansagen und da muss ich immer möglichst schnell hintippen. Also wenn er 2 sagt, mache ich so. Das macht er ein paar Mal. Genau. Irgendwann ruft er wieder Hepp. Dann drehe ich mich um und versuche schnell zu reagieren, genau, wo er den Tennisball hinwirft und versuche den zu fangen. Okay. Also machen wir uns einmal vor. Also weiter und 1, 5, 2, 5, 1, 3, 3, 4, Hepp. Jawohl, und nochmal. Uff. Mein Mikro will heute nicht. Und 5, 5, 4, 2, 3, 1, 5, Hepp! Jawohl, gut. 5, 2, 5, 2, 1, 3, 4, 4, Hepp! So, okay, wir machen es jetzt ein bisschen schwieriger. 2 Bälle. Und zwar, der Anfang bleibt gleich. Ich sage eine Zahlenkombination, dann kommt das Hepp, den Ball werfe ich hier einfach nur rauf. Leonie muss laufen, den Ball nach einmal aufkommen, aufnehmen. In der Zwischenzeit fliegt ein Ball an die Wand, sie muss sich umdrehen und den Ball auffangen nach Möglichkeit. Okay, okay, mal gucken, bist du soweit? Das klappt. Wir machen es mal ein bisschen entspannter. So, 3, 2, 4, 5, 1, 2, 5, Hepp. Jawohl, das war kein Zufall, das machen wir nochmal. Okay, so einmal noch, komm her. 5, 2, 4, 3, 1, 5, Hepp. Ja, Weltklasse, sehr gut. Wechseln wir auch einmal noch. Wir machen erstmal die erste Übung, dass ich in dir zupasse. Ja, genau, okay. 3, 5, 2, 1, 3, 4, 5, Hepp. Oh, habe ich schon sicher gesehen den Ball. Und 4, 1, 3, 1, 2, 5, 4, Hepp. Noch einmal so, dann machen wir die andere Variante. 3, 1, 2, 3, 1, 5, 4, Hepp. Okay. Jetzt die Variante, dass ich einen Ball fallen lasse und dann noch einer an die Wand kommt. 4, 2, 4, 5, 1, 4, 2, Hepp. Das sah zu locker aus. Ja. Ein bisschen gemeiner sein. Ja. Noch zweimal. Geh vielleicht ein Stück weiter weg. Ja. Kriegen wir mal mehr. Genau, okay, kriegen wir hin. So, ich bin soweit. 2, 3, 4, 1, 2, 5, 3, Hepp. Noch. Einmal noch. 1, 2, 4, 2, 5,
2, 5, 3, 2, 4, hepp. Jawohl. Gut. Cool. Das war's, glaube ich, ja, ne? Ja. Genau. Ich glaube auch. Wir hoffen, ihr habt ein paar Anregungen mitgenommen. Genau. Könnt ihr zu Hause das ein oder andere mal ausprobieren. Ja. Ich denke, ihr müsst einfach halt gerade an der Wand irgendwo ranmalen draußen. Geht auch. Da schimpft keiner. Anstatt Agility-Leiter auch was mit aufmalen. Hula-Hoop-Reifen aufmalen. Gerne andere Bälle, Tennisbälle oder Tischtennisbälle oder wie auch immer. Das, was gut zu greifen ist und was keinen Schaden macht. Und wenn viele Bälle in Einsatz kommen mit Laufen, ist immer darauf achten, dass keine Bälle im Laufbereich liegen, dass er nicht drauf tretet und dann irgendwie umknickt und euch verletzt. Das wollen wir nicht. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Genau. Freue mich. Wir ja, freuen ich uns. Mich auch. Also bis dahin. Bis dann. Ciao. Tschüss.